Moin, hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von A Farmer's Dynasty. Und ich habe jetzt hier inzwischen mal den Hof fertig gebaut. Wo konnte man das noch sehen? Hier bei M. Also das ist soweit jetzt weg, die Mission. Und da wollte ich euch mal einmal ganz kurz zeigen, für die, die das vielleicht auch spielen. Ich habe bei der einen Stelle eine ganze Zeit gebraucht, weil mir da so eine Stelle gefehlt hatte. Und zwar, da ging es hoch. Hier ist eine Bodenklappe. Die habe ich erst überhaupt nicht gesehen. Und da kann man eben auch noch ein bisschen reparieren. Oder muss man dann auch reparieren, bis man dann fertig ist. Demzufolge habe ich jetzt mittlerweile auch hier die 53.000 Sozialpunkte. Und man kann auch sehen, ich habe ohne Unterlass... Nee, wo konnte man das noch, dass man hungrig war? Es ist jetzt schon 2 Tage nicht gespielt und schon weiß ich die... Nee, Tab war es so. Ihr seht also, ich habe hier nicht gerastet, nicht geruht und bin hier verhungert quasi. Ich wollte mal gucken, was passiert, wenn man nicht isst. Bisher noch nicht passiert, also man wird wahrscheinlich langsamer oder so. Aber ich wollte das erstmal weggebaut haben und jetzt hauen wir uns hier mal ein bisschen Milch rein. Damit wir mal ein bisschen was hinkriegen hier und schauen können, wie es weitergeht. Jetzt haben wir auch nichts mehr. Wir haben ja im Vorratskeller noch, das hattet ihr gesehen. Das war, glaube ich, dann... Ne, hier war das nicht. Ich kenne mich in meinem eigenen Haus nicht so aus. Warum auch? Irgendwo ging das im Keller runter. Weiß ich ja nicht. Doch, meine ich doch. So, dann nehmen wir uns hier nämlich nochmal ein paar Konserven mit. So, wir nehmen uns auf jeden Fall mal den Hamburger mit. Bewege zu deinem Inventar. Ne, ich wollte den Hamburger haben. Bewege zu deinem Inventar. Dann nehmen wir eine Tomatensuppe mit, eine Kürbissuppe und 2 Dosenmilchs. Wenn das so heißt. So, und jetzt wollen wir mal weiterschauen, dass wir auch mal langsam zusehen, wie das mit Geld aussieht. Jetzt wollte ich mit euch gemeinsam mal in das Gewächshaus schauen. Ich habe das nämlich extra nicht ausprobiert, ob man da was machen kann. Ich habe das jetzt ja komplett repariert. Das ist jetzt auch richtig schön und alles. Hier, oh, ist das nicht toll? Ja, die Maschinen stelle ich irgendwann nochmal ordentlich irgendwo hin. Aber ist das nicht ein Vorzeigehof hier 1A Premium mit Sternchen und so? Getreidesilo ist repariert. So, und jetzt wollte ich mal gucken, ob man hier schon irgendwas machen kann. Weil irgendwo war hier was mit, da ist nämlich so ein Lagerplatz in der Mitte. Ob man da vielleicht schon mal so ein bisschen was anbauen kann. So, da benutzen Setzlingslager. Zack. Ausgewählt keine. Benutzen. Ah, wir haben nämlich Tomatensetzlinge. Können bestimmt Tomaten jetzt. Zack. 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 Ach, Tomaten, Tomaten. Jetzt muss ich es irgendwie gießen, oder was? Jetzt entfernen will ich die ja nicht. Sonst haben wir ja nichts, ne? 000. Müssen wir dann irgendwann vielleicht kaufen. Aber dafür braucht man irgendwie einen LKW, war das nicht so? So, ne, ich will die mal nicht entfernen. Wir lassen das jetzt mal einfach so und gucken mal, was dort, ob da was passiert. Weil, ja, ich weiß gar nicht, ob ich den Punkt eben ausgeführt habe. Wir müssen ja langsam nochmal zu sehen, dass ein bisschen Geld reinkommt hier. So, nehmen wir ja zu. Ja, und jetzt gucken wir mal auf die Map, was uns als nächstes so erwarten könnte. Hier ist Ausrufezeichen Ort zum Entspannen. Geh in die Kirche. Komm, wir gehen jetzt erstmal in die Kirche einmal. Können wir noch irgendwie so hin switchen? Wahrscheinlich nicht. Fahrzeughändler. Wir müssen ein paar Leute suchen, um noch Maschinen zu kriegen, weil wir brauchen ja irgendwie noch einen Anhänger und... Ach komm, wir fahren erstmal zum Bahnhof. Wir fahren mal zum Bahnhof und gucken mal, was am Bahnhof ist. So, dazu springen wir in unseren Trecker.
reichen. So, in welche Richtung müssen wir jetzt? Da lang. Machen wir mal Tempomat an. Ach ja. Ich habe den Motorensound noch mal etwas leiser gemacht. Mir ist aufgefallen, leider so spät aufgefallen, dass der in den ersten Videos vielleicht doch ein kleines bisschen lauter war als gewollt. Ach ja, 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 ja. Weiß ich, ist Tempomat eigentlich automatisch auf Höchstgeschwindigkeit oder? Ja, scheint so. Jedenfalls wirklich schneller. Ja, 23 Stundenkilometer ist natürlich auch schon quasi perfekt. Also wir wollen hier mal nicht über Nachbars Acker heizen. Nicht, weil mir der Nachbar irgendwie wichtig wäre, aber nachher ziehen sie mir wieder Punkte ab. Das kann ja keiner wollen. Ich und mein Jackbier. All die gelben Felgen. Das ist schon mal da. So, da vorne sollte dann irgendwo eine Straße kommen, hoffe ich. Suchen wir uns mal ein paar Leute hier. Was? Oh, zu. Fehlt da nicht was? Weiß ja nicht. Hat er seinen da verloren? Wird schon richtig sein. Wie gesagt, was mir noch fehlt würde, was ich ganz gut fände, wenn hier vielleicht noch so eine kleine Minimap mit angeschlagen wäre. Aber wird schon werden. KI-Verkehr ist ja noch nicht gesehen, wird wohl nicht da sein. Jetzt müssen wir jetzt hier rechts oder? Ich weiß nicht, wir fahren mal hier rechts. Weil ich jetzt sicherlich noch irgendwo über die Gleise muss. Wir müssen halt jetzt mal abwarten, ob wir bei den Tomaten noch irgendwas machen müssen. Dann müssen wir bestimmt irgendwie gießen oder irgendwas, aber wer weiß das schon. Aber hier war zumindest schon die richtige Einfahrt für den Bahnhof, wie mir scheint. Ja, 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 so ist das. Die Kamera hat etwas wackelig. Versuchen wir nicht zu viel zu bewegen. So, South Station. Hier auch irgendjemand. Zack. Hier rein. Hallo. Jetzt sag ich, ich bin hier umsonst hergefahren. Da stand doch, hier kann man Leute treffen. Na toll. Super. Stand da nicht, hier kann man Leute treffen? Alle Maschinen, ne, alle Maschinen sind jetzt, Hauptplatz, hier kannst du verschiedene Menschen treffen. Aber am Bahnhof stand das doch auch. Da, Bahnhof, Ort, um Menschen zu treffen. Zu handeln oder Arbeit zu suchen. Nichts da, gut, dann gucken wir mal. Ach, Kirche, Hauptplatz, ja, wir düsen hier mal so ein bisschen durch die Gegend, wir gucken mal, ob sich irgendwo was anbietet. Also hier ist jedenfalls wohl niemand. Du wirst ja... Ich habe gerade gegessen! So, wir laufen mal rüber zum Hauptplatz hier. Wie spät ist es denn? Ist es irgendwie... Viertel nach acht morgens? Kann doch nicht sein, dass hier niemand ist. Was ist denn hier los? Geisterdorf? Schicke Bodentexturen. Wieder rein? Nee. Na, ja, gucken wir mal. Menschenleer hier. Ist hier eine Epidemie ausgebrochen? Womöglich? Hallo, Echo. Hallo, Blue Eyes. So. Ja, was ist denn das hier? Wir sind hier keiner.
Hallo. Polizei. Ja, hier scheint auch niemand zu sein. Was haben wir hier? Becky. Ah, ist ein alter Heuwagen. Ja, komm, dann fahren wir zu Becky, weil die hat einen alten Heuwagen. Und, ja, wo habe ich denn geparkt jetzt? Das finde ich doch nie wieder. So, finde ich wirklich nicht wieder. Klicken, um einzusteigen. So. Diese habe ich doch super wiedergefunden, oder? So, ich glaube, wir drehen hier aber direkt. War wieder ein bisschen spät. Wahrscheinlich sind die Leute alle mit dem Zug eben weggefahren. Man weiß es ja nicht. So, 1,2 Kilometer. Das passiert aber nicht hier quer. Wahrscheinlich kommt jetzt ein Zug und klatsch. Straße kommen hier. Ich weiß nicht, ob ich hier fahren darf. Ist ja keiner da. Ist hier eine Tankstelle? Genau. Ist hier noch irgendwas Interessantes? Ist hier jemand? Da hinten ist so ein Tankstellenladen oder sowas, ne? Da kommt ein Zug, glaube ich. Ah! Was gibt's denn hier Schönes? Oh ja. Sind hier irgendwo die Schmuddelheftchen, solange keiner da ist? Tankstellenladen, der keine Schmuddelheftchen hat. Gibt's doch nicht. Aber auch super beaufsichtigt hier. Komm, wir leihen uns mal eine Tüte Bonbons. Geld lege ich auf den Tisch. Klack, habt ihr genau gesehen. So, was ist da hinten noch? Hallo. Frechheit. Habt ihr gesehen, aber irgendwo muss eben schon wieder ein Zug gekommen sein. Das hat schon gedütet. Ja, die Bonbons, die ich da mitgenommen habe, sind auch sehr lecker. An. Ich vergesse mal, dass ich damit nicht steuern kann. Ah, hier der goldene Weizen. Ich hoffe, dass wir. Oh. Halt! Hup, hup. Bleib stehen! Aus! Steigt doch aus! Bevor sie abhaut. Hallo? Yvonne. Warum sehen die ja nicht alle Lass gleich uns aus? Reden. Lass uns Good reden. morning. Good morning. Ach, keine Blume ist so schön wie du. Keine Blume ist so schön wie du. Ja, dann sollten wir uns kennenlernen. Sprichst du nicht mehr mit mir oder wie oder was? Frechheit. Aber sie scheint mich jetzt ein bisschen mehr zu mögen. Hi. Hi. Good morning. Yeah. Sprech doch mal Deutsch. Kann ich Ihnen behilflich sein? Kann ich Ihnen behilflich sein? No, not at the moment. Not at the moment. Aber hier, das ist natürlich die wichtigste Frage und das wichtigste Thema überhaupt. Diese Politiker, was denken die sich? Fuel prices are outrageous. Someone's got to do something. Yes, das ist hier auch so. Ja, da fragen wir dann eben nach Landwirtschaft. Nee, Tipp schnell. Haben Sie ein paar landwirtschaftliche Tipps? Aber was wird da schon bei rauskommen? I heard the old mill up there pays more for some grains. Oh yeah, that's a good idea. Komm, eins zum Abschluss noch. Ich wäre früher gekommen, hätte ich gewusst, dass ich eine Schönheit wie dich treffen würde. Aber sie scheint noch ein bisschen schüchtern wie ein Reh, ne? Na gut, ich muss weiter, Yvonne.
Ja, da fällt mir doch gleich wieder das Lied ein, was jeder kommt. Yvonne, ich hol die mit meinem Traktor ab. Kennt jeder. So, wo muss ich denn hin? Ja, wahrscheinlich gleich irgendwo. Wir fahren mal hier schon rechts rein. Das ist ja ein Weg da hinten, denn nicht, dass ich mir irgendwas abziehe. Da ist ja schon eine Fuhr hier drin. Aus dem landwirtschaftlichen Verkehr, ne? Links halten gleich. Da war ich ja überhaupt kein Freund davon, hier so quer durch die Rabatte zu düsen, aber das sehen wir jetzt einfach mal nach, hoffe ich. Aber irgendwie die Theorie wieder bestätigt. Die sind doch was. Trifft Becky. Und ich kann mir schon ungefähr vorstellen, wie Becky aussieht, weil Becky ist ganz bestimmt auch die Schwester von Clara, von Yvonne und von... Den anderen Namen habe ich leider vergessen jetzt peinlicherweise. Und die scheinen alle hier im Dorf irgendwie für Geschwister zu sein. So leid mir das tut. Ich kann es noch nicht ändern. Das ist ganz eindeutig. So, ist das gleich markiert gewesen jetzt? Hier ist ein alter Heuwagen bei einer der Scheunen aufgefallen. Der könnte nützlich sein. Vielleicht kannst du ihn dir irgendwie verdienen. Da würde ich ja gerne. Kann ich die Mission so irgendwie verfolgen? Mit Becky. Irgendwie kommen wir noch jetzt die Mission auch sagen, dass man der jetzt folgt, ne? Aber hier ist irgendwie Becky. Ah, der Mission wird jetzt gefolgt. Ich habe schon nicht so genau verstanden, warum, aber jetzt wird ihr gefolgt. Becky! Bringe ein Schlecki. Ich sehe schon, was ich ihr wahrscheinlich wieder helfen kann. Ich bin Bauer, kein Handwerker! Wo hat die jetzt den Besen hingesteckt? Do you need anything? Aber don't mean to be rude, but I have my hands busy. The workers no good at all, and there's so many things to be done. Ja, kenn ich. Mhm. Nun, vielleicht kann ich helfen. Hat's wehgetan, als ich bin auf der Suche nach Arbeit. And you don't work for nothing, do you? Sorry, can't afford new workers. Was ist mit Ihrem alten Heuhänger? Ich würde ihn als Bezahlung nehmen. Huh, if you say so. But it don't come too cheap. I need this barn and greenhouses fixed. What do you say? Ja, was soll ich machen? Nutzt ja nichts. Muss ja gemacht werden. Das ist ziemlich viel Arbeit. Aber das ist es wert. So, Mission abgeschlossen. Becky's Job. So, fangen wir doch mal an. Reparieren. Und dann fangen wir an. Die gleiche Scheune wie bei mir. Ich hatte das gleiche Gewächshaus wie bei mir. Ich hatte das bei mir auch schon gemacht. Also ich hoffe, dass wir auch bald mal etwas mehr in den landwirtschaftlichen Aspekt kommen und dass ich hier nicht erst das ganze Dorf reparieren muss. Ich meine, ich finde es im Ansatz, wie gesagt, so gar nicht verkehrt, dass er so ein bisschen in diese soziale Schiene geht, aber es ist vielleicht immer ein bisschen viel auf einmal. Es könnte jetzt gerade am Anfang, ich weiß nicht, wie es weitergeht, ja doch klein ein bisschen, ja nicht langweilig werden, aber hier jetzt die ganze Zeit, ne, das ist jetzt wieder noch nicht so ganz das. Und ich hoffe, dass überhaupt bald mal ein Patch kommt, dass die dann wenigstens auf Deutsch sprechen, weil irgendwie klingt das ja auch noch wie so von so einem Vorleserprogramm vorgelesen, wenn die Mädels da sprechen, ne? So, ach, da unten ist auch noch... Klar, verputzen wir den Boden. Zack. Hier vorne ist nichts mehr. Hier ist noch einer.
Da ist noch eine. Ja, es ist immer interessant, was sie alles in den Taschen hat, ne? So, komm, ich denke, du hast so viel zu tun, jetzt steh da nicht rum. Hat sie uns nicht gerade erzählt, wie viel sie zu tun hat? Drin ist auch noch alles kaputt. Versteckt die den Besen immerhin? Uhu. Ah, das wird wohl unser Anhänger hier werden. Jo, gehen wir rein. So, muss der Boden mal hier gemacht werden. So, noch hier sieht alles relativ gut aus. So, dann flexen wir nochmal eben rostige Metall ab. So, die müssen natürlich auch gemacht werden. Von wegen der Statik. Der ist heil. Der ist tatsächlich heil. So, die Seite sieht gut aus, glaube ich, wenn ich nichts übersehen habe. So, einmal hier. Hat die Betonputz nicht gerade verputzt? Wahrscheinlich nicht. Kann ich hier rüberhüpfen? Ja, natürlich kann ich das. Da draußen steht sie. Jetzt fühlt sie unwohl, die arbeitet nämlich kein Stück. Wenn ich gleich wieder rauskomme, dann tut sie wieder so, als würde sie den Besen da aus... Ja, von wo auch immer. Aber in Wirklichkeit tut sie nämlich gar nichts. Super, wir müssen auch noch aufs Dach. Mal gut, dass ich für solche Fälle immer mein kleines Baugerüst in der Tasche habe. Ich empfehle das auch jedem. Gehe niemals aus dem Haus ohne dein Baugerüst. Wie auch immer. Baugerüst... Zack. Kann man auch gleich wieder. Man muss immer. Ich weiß immer nicht genau, ob man da vorher schon eins mit Leiter hinbauen kann oder ob das irgendwie automatisch geht. Das nächste hat jetzt bestimmt. Ja, das nächste hat eine Leiter. So, dann gehen wir wieder auf Reparieren zurück. Irgendwo ging es noch höher. Geht es nicht nochmal noch höher? Naja, muss ja auch nicht. Oh. So, reparieren. Muss aber trotzdem da drauf. Machen wir dann auf. Ah! Oh Gott. Mir ist nichts passiert. Ich bin guten Mutes, mir geht es wirklich Gutes. Ja, sozusagen. Oh, öffnen, aktivieren kann man von hier aus irgendwas. Vielleicht müsste ich das für meine Tomaten auch machen. Ich weiß es nicht. Aber hätte es dann da nicht stehen sollen? Ne, wir gucken einfach mal, ob unsere Tomaten was werden. Ich meine, natürlich werden unsere Tomaten was. Unsere Tomaten sind die besten Tomaten der Welt. Das wissen wir ja.
Jojo, jojo, was sind wir wieder froh. So, dann gehen wir hier noch rüber. Alter, das ist ganz schön viel für so einen Heuwagen, ne? Ja, mal sagen. So, jetzt sieht das hier oben alles relativ schick aus, glaube ich. Haben wir irgendwo was übersehen? Aber fertig sind wir noch nicht, weil sonst hätte da gestanden, wir sind fertig. Aber ich hatte eben irgendwo noch unten was gesehen hier. Ne, das sind... Doch, muss doch. Oder? War das doch nur die Griffe? Natürlich blöd, dass die Griffe auch in Rot sind. Wir sind noch nicht fertig, sonst würde da... Oder würde das erst da stehen, wenn wir komplett fertig sind? Ich weiß es nicht. Was müssen wir noch machen? Heuballen... Achso, nee. Repariere das erste Gebäude. Reparieren wir gerade die ganze Zeit das Falsche? Womöglich. Also hier ist sonst soweit alles relativ in Ordnung, wie es ausschaut. Arbeite! Können wir eben einmal nach oben gucken, aber ich glaube, das Gewächshaus ist fertig. Ups. Also hier ist nichts mehr zu sehen. Gut, dann können wir, glaube ich, unser Gerüst wieder abbauen. Hier drin scheint auch nicht mehr zu sein. Komm, dann nehmen wir das erstmal wieder mit. Und dann gucken wir mal, was noch repariert werden musste. Zack. 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 So, und wieder auf Reparieren. Und dann gucken wir mal, was sonst noch repariert. Ah, jetzt tut sie wieder so, als ob sie arbeitet, ne? Oh Gott. Hier ist ja mehr kaputt als heil. So. Stein auf Stein, das muss sein. So, oh, aua. Machen wir hier mal auf. Hier hinten ist noch eine Mauer. So, und dann müssen wir wahrscheinlich... Da war noch was. Und dann müssen wir wahrscheinlich aufs Dach hoch. Nehme ich jetzt einfach mal an, weil ich glaube, auf dem Dach war es auch noch ziemlich kaputt. So, bam, bam, bam. Hier ist alles soweit in Ordnung. Dann würde ich sagen, dann schmeißen wir uns nochmal aufs Dach. Jetzt kann ich da keins hin, wo man dann Tor ist, oder was? So, langt schon. Glaube ich. Ja, das war sehr intelligent gebaut, glaube ich. Super. Ich glaube, das war scheiße. Zack, nehmen wir das Gerüst da wieder weg. Zack. Na. Zack. Und dann bauen wir das hier mal hin. Wenn es denn ginge. Hä, ist doch jetzt so weit weg? Wieso sind das überall so weit weg? Wie soll ich denn da rankommen? Geht ja gar nicht. Gucken wir hier nochmal. Jetzt haben wir aber zumindest gleich einen Startteil erwischt. Ah, das sieht doch schon mal ganz gut aus.
Jawohl, ja. Endlich wieder nageln. Altes Bitumen. Alte Holzdielen. Wieder Bitumen. Also wieder Holzdielen. Na komm, Nagel ist zu. Jawohl, repariere das letzte Gebäude. So, ich glaube, dann haben wir das geschafft. Da kommen wir auch für diese Folge zum Ende. Und dann werden wir uns in der nächsten Folge mal an den Heuanhänger greifen und dann werden wir mal gucken, was wir damit anstellen können. Ich hoffe, es hat wieder ein bisschen Spaß gemacht. Danke fürs Zuschauen und würde mich natürlich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal eben halt, euer Micha.